Guten Morgen miteinander. Es gibt einen Grund zum Feiern. Heute feiern wir Auffahrt. Und ich weiß es nie, wie du als Schweizer feierst, aber ich als Latino habe meine eigene Art zum Feiern. Ich kann zum Beispiel gumpen oder etwas anderes machen und wir feiern heute Morgen Jesus Christus. Wir feiern Jesus Christus, weil er zu uns kam. Wir feiern Jesus Christus, weil er zu uns viele Sachen gegeben hat. Wir feiern Jesus Christus, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Wir feiern Jesus Christus, weil er auferstanden ist. Meine Frage ist, wie feierst du Jesus Christus heutzutage? Ich weiß es nicht, was für eine Woche du gehabt hast, aber ich möchte euch ermutigen, feiere Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Wir feiern ihn, wie die Jünger damals gemacht hatten. Sie waren froh, dass Jesus Christus in den Himmel gegangen ist. Und obwohl wir verstehen nicht, warum sie so voll Freude waren, wir wissen, dass sie haben ihn gepriesen. Sie haben den Herrn gepriesen. Und wir preisen den Herrn Jesus Christus, weil obwohl er ist nicht hier, da ihn wir können sehen, wir glauben, dass er da ist. Er hat das versprochen. Und heute Morgen wollen wir über die ganze Geschichte vom Auffahrt sehen, drei Zeichen sehen. Diese Geschichte fordert unser Glauben. Nicht nur das. Wenn wir es in der Bibel schauen, sehen wir Geschichte, dass wir als westliche Menschen wir hinterfragen. Hat wirklich das passiert? Und sollte ich das glauben? Wir werden auch sehen, dass die Versprechungen, die Jesus zu uns gegeben hat, gibt uns Hoffnung, um weiterzumachen. Und andere Leute nicht mit dem Coronavirus zu anstecken, sondern mit dem Glauben zu anstecken. Glaubst du das? Aber der Glaube an Jesus Christus gibt uns auch Verantwortungen. Und wir werden das heute Morgen, diese drei Sachen sehen. Glaube ich an Jesus Christus? Glaube ich an seine Versprechung, das mir Hoffnung gibt? Und was ist meine Verantwortung mit dem Ganzen? Wenn wir in der Bibel schauen, versuchen wir zu wissen, was wirklich passiert, was wirklich in Auffahrt oder Himmelfahrt passiert ist. Und Roman hat schon eine Stelle in Lukas Evangelium gelesen. Wir werden nochmal später schauen, was wirklich dort passiert ist. Interessanterweise, dass die Jünger von Jesus, wenn wir in Matthäus Evangelium gehen, finden wir keinen Bericht von Auffahrt oder Himmelfahrt. Der Markus Evangelium schreibt nur einen Vers. Und der Johannes gibt keinen genauen Bericht, aber der Jesus hat ein paar Wörter gesagt über diese Auffahrt. Und was ist passiert mit Lukas? Warum hat Lukas ganz genau über diesen Bericht erzählt? Warum hat Lukas die Zeit genommen, über diesen Bericht oder diese Ereignisse zu erzählen? Wir wissen, dass Lukas, er ist kein Jünger von Jesus gewesen. Und das für mich ist sehr interessant zu wissen, dass er ist nicht mit Jesus gewesen und trotzdem hat am meisten über diese Ereignis geschrieben. Er hat in Lukas Evangelium geschrieben und er hat auch in der Apostelgeschichte etwas geschrieben. Was wissen wir über Lukas? Er ist kein Jünger von Jesus gewesen, aber er war ein Arzt, er war ein Grieche und er hat alles recherchiert. Der Lukas hat Kontakt mit dem Apostel Paulus gehabt, aber auch mit anderen Jüngern von Jesus Christus. Und der Lukas, glaube ich, er war wie heutzutage Leute, die ansuchen sind. Sie suchen die Wahrheit. Und Lukas als Grieche, er hat nur seinen Verstand gebraucht.
Und er hat gesagt, ich muss das herausfinden, wer dieses Jesus war. Wer ist der Jesus? Warum Leute sprechen über Jesus? Und wenn wir in Lukas Evangelium am Anfang lesen, es steht dort, dass er hat alles recherchiert und in Ordnung hat er recherchiert. Und er hat einen Brief zu noch einem Mann namens Theophilus geschrieben. Wir verstehen, dass der Lukas hat die Wahrheit gefunden. Er hat über Jesus gesprochen. Und heutzutage, wir im Westen, machen wir das gleich. Wir wollen an Jesus glauben, aber unser Verstand sagt, na, ich kann nicht an diesen Jesus glauben, weil ich kann ihn nie sehen. Es gab einen Autor, der ein Buch geschrieben hat, den Griechen eine Torheit. Und er schreibt, dass wir im Westen versuchen, den Jesus etwas anderes kennenzulernen. Nur wenn wir etwas tasten könnten oder wenn wir etwas sehen können, in dem glauben wir. Und das ist ein Problem, weil das Logik von Jesus Christus können wir nicht so verstehen. Das müssen wir glauben. Darum ist unser Glauben gefordert, solche Berichte zu glauben. Delia Strobel ist ein bekannter Journalist in Amerika. Er hat das Gleiche wie Lukas gemacht. Er wurde über Jesus geredet und er hat gesagt, nein, ich glaube nicht an diesen Jesus. Und dann hat er alles recherchiert. Und wenn du da bist und du sagst, ich glaube nicht an Jesus, ich brauche Fakten, ich brauche die Wissenschaft, ich sage dir, es gibt genug Fakten, dass uns sagen, dass Jesus Christus zu uns kam, für uns gestorben ist. Er ist auferstanden und er ist in den Himmel gegangen. Und das kannst du selber lesen. Und ich empfehle, dass du das Buch Der Fall Jesus von Lee Strobel liest. Dort werdest du mit verschiedenen Fakten konfrontiert werden und musst du eine Entscheidung treffen. Entweder sagst du, ja, ich glaube an Jesus Christus, oder sagst, nein, das ist nicht für mich. Aber es gibt Fakten. Interessanterweise ist, dass viele Leute suchen etwas und sie gehen in andere Religionen und sie glauben an solche Sachen. Aber wenn mit Jesus konfrontiert sind, sie sagen, nein, danke, das ist nicht für mich. Viele Leute glauben an Götter oder an einen Gott. Aber wenn wir mit Jesus konfrontiert sind, dann es gibt ein Problem. Weil Jesus ist etwas anders. Und wir werden das sehen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen. Er wollte ihnen diese Versprechung geben. Er wollte ihnen Hoffnung geben. Und wir sehen, dass in Johannes 4, 34, Jesus sagt zu ihm, meine Speise ist, Gottes Wille zu machen. Er wollte das Werk von seinem Vater voll machen. Und wir wissen, dass wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, er hat gesagt, es ist vollbracht. Ich habe alles gemacht. Und man denkt, ja, Jesus ist tot und so. Aber wir wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und die Fakten sind da. Und wir können über diese Fakten lesen. Und es braucht eine Entscheidung für uns. Jesus Christus hat im Johannes Evangelium Kapitel 14, 2 zu den Jüngern gesagt, wisst ihr, da im Himmel, es gibt viele Wohnungen. Und ich muss dort gehen und alle diese Wohnungen so einrichten. Man könnte sagen, Jesus, es ist nur deine Aufgabe, diese Wohnungen für uns zu vorbereiten. Und man denkt, ja, ist das ganze Sein, das Jesus macht? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus eine schöne Wohnung für mich und für dich am Vorbereiten ist. Oder vielleicht hat er schon vorbereitet. Und das macht mich Freude. Weil ich denke, eines Tages werden wir, und ich glaube, dass wir werden bei ihm sein. Wir wurden nicht geschaffen für diese Erde.
Wir würden nicht geschaffen, um hier ewig zu bleiben. Nein, wir haben Versprechungen, das uns sagt, wir werden zu ihm gehen, wir werden ihn eins zu eins sehen. Und das macht mir Freude und das gibt mir Hoffnung. Hast du diese Hoffnung in Jesus Christus? Jesus Christus hat die Jünger gesagt, es ist nützlich, dass ich gehe. Es ist nützlich, ich kann hier nicht bleiben. Ich sollte zurück zum Vater, ich habe meine Aufgabe fertig gemacht. Und er hat gesagt, es ist nützlich, dass ich gehe. Wenn ich nicht weggehe, könnte der Heilige Geist zu euch nicht kommen. Seht ihr die ganze Versprechung? Jesus wollte, dass wir jemanden haben wie ihn, ähnlich wie ihn haben, das mit uns ist. Und ich glaube in Jesus Namen, dass der Heilige Geist ist hier, ist bei dir daheim. Das glaube ich, weil Jesus Christus uns versprochen hat. Ich finde es super, dass Jesus Christus für uns gebetet hat. Das ganze Kapitel in Johannes 17. Es spricht für dieses Gebet, das Jesus Christus für uns gemacht hat. Er hat für die Jünger damals gebetet. Aber er hat auch für uns gebetet. Für die, die später an mir geglauben werden. Und das sind wir. Das hier, wir sind hier. Aber du, die daheim bist, du bist auch Teil von dieser Gruppe. Wir wissen, dass Jesus Christus, wenn er betet, 1. Timotheus sagt zu uns, da ist wie ein Mittler zwischen Gott und uns. Ich habe in meiner Kindheit habe etwas anderes gelernt, dass mein Mittel war etwas anders. Aber nachher habe ich entdeckt in der Bibel, dass nur Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und mir. Und ich kann zu ihm reden und er redet zu dem Vater. 1. Johannes 2 sagt uns, wir haben in Jesus Christus einen Anwalt. Wenn wir gesündigt haben, wir können zu ihm sagen, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Aber in dir habe ich einen Anwalt. Bitte rede zu Vater und vergib mir, was ich gemacht habe. Und was wirklich mir begeistert ist, zu wissen, dass Jesus wiederkommt. Und das lesen wir in dem Bericht von Lukas, in Apostelgeschichte 1,11. Lesen wir, dass die Männer waren so am Schauen. Ich kann das nicht vorstellen. Das ist wie Science Fiction, aber das finde ich super, dass sie gesehen haben, wie Jesus Christus von ihnen gegangen ist. Und kommen zwei Männer, zwei Engels und sagen, was schaut ihr das? Er wird wiederkommen. Und das wird genial, das wird fantastisch. Erwartest du Jesus Christus, dass er zu uns kommt? Erwartest du das? Ich erwarte das. Ich weiß nicht, wann das wird passieren. Vielleicht bin ich nicht mehr da, vielleicht bin ich schon bei ihm. Und ich komme mit ihm. Wer weiß, das kann ich nicht bestätigen. Aber alles ist möglich, weil er ist Herr über alle Herren. Und das glaube ich, alles bei ihm ist möglich. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus Christus in Matthäus 28, 18 hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich habe alles unter Kontrolle. Glaubst du das, wenn du deine Situation siehst und sagst, nein, Jesus Christus hat das nicht im Griff? Wenn du am Leiden bist, wenn du am Weinen bist, wenn du am Lachen bist, ich glaube, Jesus Christus hat alles unter Kontrolle. Aber wir mit unserem Verstand verstehen wir nicht das, weil wir nicht Gott sind. Ich habe das für mich entdeckt. Wenn ich Gott wäre, dann hätte ich nicht solche Fragen im Kopf. Aber weil ich ein Mensch bin,
Darf ich diese Fragen vor Gott bringen und sagen, hilf mir Jesus Christus, ich glaube, aber hilf mir in meinen Unglaube. Und wir sehen auch im Markus Evangelium, ein Vater hat seinen Sohn zu den Jungen gebracht und sie konnte nicht die bösen Geister austreiben. Und Jesus Christus könnte das. Er hat das gemacht und er hat den Vater gefragt, glaubst du das, dass ich das machen kann? Der Vater hat gesagt, ich glaube, aber hilf mir um meine Unglauben. Und das sollen wir jedes Mal, wenn unser Glaube am Wackeln ist, sollen wir Jesus Christus sagen, hilf mir mit meinen Fragen, hilf mir mit alles, was ich im Moment habe. Wenn ich die Situation sehe, ich glaube, es gibt Hoffnung in dir, Jesus Christus, was du alle Macht über Himmel und Erde hast. Die Himmelfahrt gibt uns Verantwortungen. Ich stelle mir das wie ein Rennen. Wenn du rennst und dann komm, heißt das die Estafette. Du hast eine Estafette und Jesus Christus hat alles gemacht und jetzt ergriff die Estafette zu dir und sagt, jetzt machst du weiter. Und wir nehmen diese Estafette und wir rennen weiter. Das ist unsere Verantwortung. Wir sollen Leute über Jesus erzählen. Und das ist eine Herausforderung, finde ich, im Westen. Die Leute sagen zu mir, aber ich weiß es nicht, wie könnte ich das Evangelium weitergeben? Ich bin nicht ausgebildet für das. Das sollen die Pastoren, die Leiter, die Missionäre machen. Stimmt das nicht? Das stimmt nicht. Du hast die Hoffnung in dir. Und wir sehen, dass Jesus Christus hat zu den Jüngern gesagt, in Matthäus 28, 19, geh hin und mach alle Nationen zu Jüngern. Was für eine große Aufgabe. Und das ist unser Problem. Wir sollen große Träume haben. Ich träume, dass meine Nation Kolumbien eines Tages könnte sagen, wir glauben wirklich an Jesus Christus. Das ist ein großer Traum, das ich habe. Aber ich muss ganz klar anfangen in mir. Und dann versuche, Leute zu anstecken mit der Hoffnung von Jesus Christus. Ich kenne Leute, die sagen, ich kann nicht das Evangelium weitergeben, weil ich weiß es nicht, wie reagieren die anderen Leute. Ich muss zuerst eine Ausbildung besuchen. Und es ist mir klar, dass in der Schweiz man braucht ein Diplom für alles, sogar um das Evangelium weiterzugeben. Und das ist okay. Aber das ist ein Lebensstil. Wenn du die Hoffnung von Jesus Christus in dir hast, du musst nicht viel machen. Das Problem ist, deine Leistungskultur sagt, du musst das machen. Aber Jesus Christus sagt, leb dein Leben, wie ich gelebt habe. Das ist ein Lebensstil. Die Leute werden fragen, ich glaube in dir etwas komisch ist, du siehst etwas anderes aus. Dann kannst du sagen, in mir gibt Hoffnung, weil Jesus in mir lebt. Das ist alles, was du musst sagen. Du musst nicht das ganze Bibel erklären. Hab keine Angst. Der Heilige Geist wird dir alles geben, was du in solchen Momenten brauchst, um weiter zu sagen. Jünger zu machen für mich heißt Leben teilen. Wenn du mit den Kollegen in der Schule, an der Universität, in der Kirche oder whatsoever du bist, du kannst dein Leben teilen, indem sie sehen, du bist etwas anders. Du hast Hoffnung inmitten der ganzen Situation mit Coronavirus. Du hast Hoffnung, wenn du etwas Schlimmes gehabt oder erlebt hast,
Du hast immer Hoffnung. Und vielleicht kannst du heute nicht lachen. Aber es wird ein Tag, wenn du kannst lachen, dass du kannst sagen, Jesus Christus ist meine Hoffnung. Ich kann heute lachen. Und ich heute habe mich entschieden, diese T-Shirt zu erlegen, als Zeichen für mich, dass Farbe kommt in mein Leben nochmal. Weil Jesus meine Hoffnung ist. Er ist meine Hoffnung. Er ist deine Hoffnung. Glaubst du das? Haben wir den Fokus von unserem Auftrag auf die Seite gelegt? Wegen Angst? Sagen wir nicht zu Leuten, wenn sie sagen, aber bist du Christ oder ich weiß nicht, was du bist. Hast du Angst, dass sie wissen, dass du ein Nachfolger Jesus Christus bist? Wir haben Freiheit in diesem Land. Sie werden dich nicht töten wegen das. Vielleicht sie werden dich auslachen, aber egal. Weil du hast eine Hoffnung, da eines Tages wirst du im Himmel sein. Das ist meine Hoffnung, mit Jesus zusammen zu sein. Der Petrus und der Johannes waren ungebildete Männer. Und sie haben mit Kraft, mit Feuer das Evangelium weitergesagt. Sie hatten den besten Lehrer gehabt, der Jesus Christus. Und obwohl manchmal sie haben nicht alles verstanden, sie haben weiter gesagt, was sie gesehen und mit Jesus erlebt hatten. Und das können wir heutzutage. Was erlebe ich mit Jesus Christus? Was erlebst du heutzutage mit Jesus Christus? Hast du eine Geschichte zu erzählen über Jesus Christus? Diesen Berichten von Jesus Christus, diese Berichten von Jesus Christus fordern unser Glaube. Diese Geschichte von Jesus gibt uns Hoffnung und wir werden eines Tages bei ihm sein. Und diese Geschichte gibt uns auch Verantwortungen. Wir sind Hoffnungsträger von den Versprechungen, die Jesus Christus zu uns gegeben hat. Wir verbreiten diese Hoffnung, wenn wir unsere Verantwortung als Jesus-Nachfolger wahrnehmen. Als ich Kind war, musste ich das Glaubensbekenntnis von der katholischen Kirche auswendig lernen. Und da steht alles, was in der Bibel steht, dass Jesus kam, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er in den Himmel gegangen ist. Aber damals konnte ich einfach wie ein Märchen das glauben. Aber heutzutage glaube ich, dass er die einzige Hoffnung ist. Und egal, was die Leute sagen mir, nein, der ist nicht der. Er ist nicht unsere Hoffnung. Wir haben andere Hoffnungen. Wir haben andere Götter, sind unsere Hoffnung. Andere Religionsbewegungen. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, du musst auch bei ihm bleiben. Sei konsistent, wenn du glaubst an Jesus Christus, sei konsistent und sag, ich glaube an das, egal. Ich höre von euch. Aber egal, bleibe ich in dieser Linie. Und wir werden jetzt dieses Lied zusammen singen. Und wenn du merkst, ich glaube nicht alles, was an diesem Text ist, ist okay. Und dann fragt Jesus, hilf mir um meinen Unglauben, weil ich möchte an dir, Jesus Christus, glauben. Der Herr segne dich und wir singen Jesus zusammen mit unserer Band. Amen.